Funkverkehr wiederhergestellt hatte. Geh zu ihr, sobald du dort angekommen bist. Eine gute Idee. Danke dir, Bracken. Sei vorsichtig. Gut, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Dying Light. Ja, nicht Dead by Daylight, sondern Dying Light. Das ist eine Weile her, aber... Mal schauen, ob wir immer noch so drauf... es noch so drauf haben wie damals. Au. Gut. Wir looten alle und dann... sollen wir die Batterien zu den Zwillingen bringen. Ach ja, jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Wir sollten für die Zwillinge, also diese, die uns für einen Affen halten, okay, und der nächste bitte. Wow. Okay. Ich glaube, der hat's überlebt. Aber sie nicht. Gut, dann ab zu den Zwillingen. Eigentlich habe ich keine Zeit für diesen Zirkus hier. Gut, wir werden das alles erledigen, wie es zu erledigen ist. Oder so. Quarantänezone. Okay, da vorne ist etwas. Hey! Und Kopf ab. Ja, der ist tot, Junge. Okay. Bitteschön, danke für die Hilfe. Unser Retter in der Not. Sorry. Ja. Kein Problem. Mache ich doch gerne. Und hab... Oh, meine Waffe ist defekt. Genau. Okay. Ja, an die Steuerung muss ich mich wieder gewöhnen. Gut, Verdammt, mein einziges Schwert und das ist kaputt. So, Taschenlampe aus. Wir brauchen sie ja nicht. So, okay. 200, wie viel Schaden würde der hier machen? Ja, verdammt. Okay, nehmen wir das hier und modifizieren es, oder? Herstellen, upgraden. Einmal König, würde ich sagen. Einmal dann... haltbar Kreuzritter. Was haben wir? Moment, König geht auch noch? Templer, Kreuzritter, Titan, Gladiator, Handling und Haltbarkeit, das ist für mich sehr wichtig. Gut. Machen. Ja, gerne. Okay, das... oder? Moment. Upgrades, Modifikation, ja. Gut, dann gibt es Herstellung. Aha. Exorzisten-Mod. Ich meine, wer will das nicht?
Also wir machen Bluten. Stufe 1, Stufe 1. Alles nur Stufe 1. Gift, okay. Dann wird das drauf modifiziert und das wird das hier ersetzen. Bogenpistole. Gut. Oh. Das sind ja auch schon da. Mehr oder weniger. Aha, okay, gut. Hier, Tolga. Hier, eure Batterien. Such nach Bissspuren. Gut gemacht. Das mit dem Zählen war okay? Was gibt's sonst noch zu tun für euer Projekt? Nicht dein Problem. Also bis dann. Ja. Alle liebenswerten Leute hier. Ah, so, genau. Okay, was haben wir sonst noch für Aufgaben? Rollentausch, nö. Bester Kurier, Spruchmittel, blablabla, Familienarzt, neidischer Kurier, ultimative Waffe, aha. Wiederholbare Quest, sonnige Porten, nein. Nebenquest, Giftkräuter, ohne Unterlass, finden Sie Karim. Haben wir das nicht schon? Bandage und Medizin. Bringen Sie Bandagen und Medizin für Tolga. Spritze, Schmerzmittel, Mull. Gut, die Frage ist nur, wo finden wir das Zeug? Machen Sie sich die Gruppe ausfindig, die Sie nach Sektor 0 bringen kann. Aber sonst? Moment. Verdammt, falsche Tasse. Bandagen. Finden Sie Karim. Ah, okay, gut. Gut, Shutterraft? Nein, wir brauchen einen Krankenwagen, oder? Und weg mit... Oh, mit euch Gesindel. Gut, das hätten wir. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir einen Krankenwagen. Ah, deshalb. Au. Okay. Karim, Karim, wer war schon wieder Karim? Na, hey! Okay, ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Verschnaufen. Aha. Moment. Ah ja, genau, mit H war's. Okay, gut.
Warum versammeln sie sich alle hier drauf? Gut, Kopf weg und nächster bitte. Gut, alle Köpfe sind weg. Ah, das sind wir, der so schnauft. Gut, und wer war schon wieder Karim? Verdammt. Das ist so lange her. Hier unten. Slums Innenbereich. Okay. Ja, super. Gut, das ist wunderschönes Feeling. Okay, und ah ja, genau, mit dem kann man verdammt. Gut, das war ungefähr hier. Perfekt. Öffnen und was hat Moll? Ich brauche aber Spritzen. Ein Moment, warum ist das auf einmal so ruhig hier? Moment, ist hier nichts. Karim, Karim. Der Name sagt mir irgendetwas, aber ich weiß nicht, ob das der Bruder von... Wir durchsuchen die Leichen einfach mal. Oh ja. Ups. Oh, Inventar voll. Gut, hier geht nichts auf. Verdammt. Hallo, hallo. Ist noch jemand da? Verdammt, hier ist nichts. Auch keine Spritzen. Mach diesen Bastard fertig! Gut, ist da noch jemand? Nein. Karim, wir haben den Strom zum Aufzug gekappt. Okay, es hieß Karim, wir haben den... Okay, Karim ist ein bisschen weiter oben. Oder? Ah. So, und jetzt voller Kraft voraus. Ey, ey.
Okay, dann hier rüber. So. Mit diesem Kletterhaken oder Enterhaken ist es viel einfacher. Karim, hier ist Crane. Lass die Waffe fallen oder du bist tot. Was hast du für ein Problem? Das hier geht dich nichts an. Sorry, Karim, aber Erol geht mich sehr wohl was an. Du arbeitest für ihn? Schön blöd. Ich war mal sein Bodyguard. Als die Mauer gebaut wurde, sind wir überrannt worden. Er wurde ins Bein gebissen. Ich brachte ihn zu Randall, einem Arzt in den Slums. Und wir amputierten das Bein. Es war die einzige Möglichkeit. Er hätte sich sonst verwandelt. Aber der Sturkopf hat uns das nie verziehen. Also trennten wir uns. Und warum lässt du ihn dann suchen? Die Regierung hat die wichtigeren Politiker schon früh aus der Zone geholt. Errol sagte uns, ein Hubschrauber sei unterwegs, um auch uns abzuholen. Dann wurde er gebissen. Und wegen der ganzen Scheiße danach verpassten wir den Heli. Aber nachdem du das Übertragungsgerät eingeschaltet hattest, hörten wir, wie Errol eine Evakuierung anforderte. Und vor ein paar Tagen kam eine Antwort. Von außerhalb. Der Bastard wird rausgeflogen. Und ich werde neben ihm sitzen. Was ist mit Raiz? Interessiert er sich für ihn? Nicht die Bohne. Das war meine Sache. Ich will einfach nur aus Harran raus. Ich denke nicht, dass du hier rausgeflogen wirst. Das war mir langsam auch klar geworden. Aber ich will hier rausspazieren. Pass auf, wenn ich dich nochmal sehe, gehe ich vom Schlimmsten aus, kapiert? Okay. Viel Glück, Crane. Du wirst es brauchen. Oh, das war's schon? Chemikalie. Das war's. Und dafür habe ich mich gerade hier durchgekämpft. Und ja, Karim war der da. Wie ist der Bruder von der Jade? Auch irgendwie so etwas. Verdammt, das ist ja C. Ich muss mit C abrollen. Ach, Idiot. Ich kann von da oben ja. Da, genau. Ich kann hier nach oben gehen und von da weitergehen. Ah, Gebäude verlassen. Nein, verdammt. So. Okay, da wir das geschafft haben, gehen wir weiter. Weiter, weiter. Okay. Ah. Ich dachte schon, ich falle jetzt runter. Gut, aber zuerst will ich hier... Moment. Ha, das war jetzt leicht. Gut. Moment, wie viel Schaden? Nur 159. Das bringt es ja nicht. Gut, wir laufen einfach weiter und weiter. Ich glaube, wir sind sogar bald da. Bald da. Das war ja dort, wo wir vorhin waren, bei den Brüdern. Okay, genau da. Hier rüber und hopp drüber. Hallo, Errol. Haben Sie sie gefunden? Ja,
Karims Version, wie sie ihr Bein verloren, klang ein wenig anders. Aha, dann haben sie mit ihm gesprochen. Edward hatte recht, sie reden zu viel. Sie sollten das Reden Leuten wie mir überlassen und ich überlasse dafür das Töten ihnen. Wie auch immer, Karim war mein Bodyguard. Er ließ zu, dass ich gebissen wurde, aber dafür gebe ich ihm nicht die Schuld. Hey, er hat ihr Leben gerettet. Indem er mir das Bein abhackte? An dem Tag, an dem ich gebissen wurde, begannen sie, die Suppressive abzuwerfen. Verstehen Sie? Ich sagte ihm, die Abwürfe würden bald beginnen. Sie hätten nur warten müssen. Stattdessen hörte er auf diesen dämlichen Arzt und Karim hielt mich fest, während dieser Metzger mir das Bein abhackte. Und jetzt meint er, ich soll ihn hier rausfliegen. Ich habe ihm gesagt, das wird nicht passieren. Sie hätten ihn töten sollen. Überlassen Sie das Töten lieber Leuten wie mir, okay? Oh ja, stimmt. Ich kann Sie hier rausbringen, Crane. Vielleicht mag ich's hier ja. Klingt eher, als hätten Sie eigene Pläne. Vergessen Sie's. Sie wurden gebissen, ich sehe es in Ihren Augen. Sie werden niemals an der NCOR-Quarantäne vorbeikommen. Woran? Sehen Sie? Sie haben keine Ahnung, was in der echten Welt abgeht. Wenn Sie keine Politiker kennen, haben Sie verloren, denn nur die können Sie hier rausbringen. Sie glauben mir nicht? Dann sehen Sie es als Plan B an. Ein Ass im Ärmel. Falls Sie es noch nicht gemerkt haben sollten, in dieser Stadt läuft nichts ab, wie es sollte. Falls ich interessiert bin, was dann? Zwei Dinge. Als erstes müssen wir Markierungen auf das Dach pinseln. Wir haben hier keine Farbe. Sie werden also welche suchen müssen. Und zweitens, sagen wir einfach, Sie verlassen die Stadt auf eine bessere Art, als Sie hineingekommen sind. Okay. So. Besorgen Sie uns jetzt Farbe. Hier in der Nähe ist eine Baustelle. Sie sollten dort nachsehen. Ich sage Ihnen, was als nächstes anliegt, wenn Sie zurück sind. Vertrauen Sie mir. Sie werden mit dem Ergebnis zufrieden sein. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hopp. Moment, die zwei sind weg. Gut, dann gehen wir zur Baustelle. Ja. Immer dieses Geschlürfe. Daneben. Moment, da ist jemand. Helf mir! Schon, du Arschloch! Stirb! Der ist so gut tot. Dieses Ding hätte mich fast erwischt. Danke. Kein Ding von King. Jetzt brauchen wir nur noch Safe. So safe sieht es leider nicht aus. Okay, hier haben wir Eisberg doppelläufige Klinge, Moll, Batterien, Nägel. Wir brauchen aber Spritzen. Eine Katana. Der Schatten ist auch nicht von schlechten Eltern. Moment. Einmal Farbe hier. Das ist von innen. Ja, das ist nur er. Ich dachte, vielleicht wäre es eine Farbdose oder so. Und warum können wir kein Fernglas? Oh, ne. Kein Fernglas nehmen. Auch wieder so ein. Ist der Farbe oder? Ne, das ist nur das Bett und zum Teil. Okay. Gut, perfekte Landung. Was war das? Okay, trotz meiner Hypersicht kann ich keinen weiteren Spraydose finden. So,
Oder vielleicht doch? Moment. So, das war's. Wir haben Kaffee gefunden. So, da und... Okay, da kommt jemand angedackelt. Aber vielleicht ist es auf diesem Gerüst hier drauf. Also die Farbdosen, meine ich. Zum Beispiel da. So, okay. Also jetzt fehlt nur noch eine Farbdose. Wenn ich sie auf dem Gerüst gefunden habe, kann es sein, dass es... Okay, die ist weg. So, wo ist das nächste? Vielleicht, nee, hier auch nicht. Au! Uhu. Gut, Sicherheitszone erreicht. Moment, vielleicht verkauft der eine Farbdose. Ah. Okay, was haben wir hier? Pistolenmunition. Ja, ja, alle kaufen. Metallteile. Entwurf für leitfähige Flüssigkeit. Gut. Ich sehe hier nirgends mehr Farbe. Auch keine Farbeimer oder irgendetwas in der Art. Prämien sind verfügbar, sobald der Story-Modus abgeschlossen ist. Gut. Ich lege mich kurz hin. Und sage, das war eine 5 Stunden später. Okay, schlafen wir nochmal. Also, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao.